Frau Kottmann stammt aus einer wirklich sehr, sehr reichen Familie, die ihren Standort in den Neuenglandstaaten hatte. Und die Neuenglandstaaten waren zu ihrer Zeit geprägt durch das sogenannte Gilded Age. Das heißt, sehr reiche Amerikaner, die durch unterschiedliche Geschäfte im Bereich des Sklavenhandels oder andere wirtschaftliche erfolgreiche Geschäfte zu Geld gekommen sind, haben dieses Geld eben auch letztendlich öffentlich gezeigt. Und Frau Kottmann ist eine der Personen, die sicher da auch vielleicht nicht in der ersten Reihe mitgespielt hat, aber sicher in der zweiten Reihe. Sie bzw. ihre Familie hatte sehr viel Geld und dieses hat sie wahrscheinlich genutzt, das konnte ich jetzt nur so rekonstruieren, eben nach Deutschland oder nach Europa zu gehen. Der Grund, warum sie da hierher gekommen ist, waren sicher ihre Kinder. Und sie hatte schon eine sehr konkrete Vorstellung von einem luxuriösen Leben. Und ich denke, ihr hat es einfach sehr gut gefallen, hier in Laufenburg mit in diesem Haus, mit diesem wirklich sehr spektakulären Blick. Und letztendlich hat sie sich auch als eine eben reiche Amerikanerin dieses Gilded Age inszeniert. Also ich weiß nicht mehr das genaue Datum, es war ein Tag Anfang September 1901. Da hatte sich Großherzogin Luise angesagt zu einem Besuch hier in Kleinlaufenburg, denn so hieß diese Stadt damals noch. Sie wohnte im Herbst im Schloss in Badenweiler und kam dann mit einem Sonderzug an und wurde in Laufenburg-Baden, also im Westbahnhof, feierlich empfangen. Also da standen dann der Bürgermeister Josef Meyer, der zweite in der Reihenfolge der Baumeister, und die ganzen Gemeinderäte im dunklen Anzug und mit Zylinder. Da waren die Bevölkerung zusammengeströmt, soweit sie nicht arbeiten musste, und haben also feierlich sich verneigt, als Großherzogin Luise aus dem Sonderzug ausstieg. Nach dieser Begrüßung fuhr man dann mit einer Kutsche hinauf ins Rathaus, und im Rathaus war eine Ausstellung vorbereitet, oder war eine Ausstellung, die wollte sie sehen, das war eigentlich der Grund für ihre Ankunft hier, mit Frauenarbeiten, also das, was Frauen, ältere Frauen und jüngere Frauen und auch Mädchen hergestellt hatten, handwerklich gestrickt, gestickt und was auch immer. Denn Großherzogin Luise war nicht nur eine Vertreterin der Adelsherrschaft und die Großherzogin von Baden als eine Prinzessin von Preußen, sondern sie förderte, wo es ging, Frauenarbeit, Frauenbildung, Frauentätigkeit, berufliche Tätigkeit. Und sie war auch mit einer anderen Gründung letztendlich die Gründerin des Roten Kreuzes im Großherzogtum Baden. Also es war da eine Frau mit schätzungsweise 60 oder Anfang 60 Jahren, die da ankam. Und wie gesagt, sie ging ins Rathaus und schaute sich dort die Arbeiten an. Vor dem Rathaus hatten die Einwohner einen Triumphbogen gebaut. Das war ein großes Holzgestell, also so etwas wie ein Turm mit zwei Türmen und ganz behängt mit Tannenzweigen oder mit Grünzeug eben. Nach diesem Besuch ging man dann runter das Städtchen und die Halde hinauf, und das letzte Haus in der Halde, das war das Armenhaus der Stadt damals. Also gegenüber dem ursprünglichen Pfarrhaus, das Armenhaus der Stadt. Und dort hat sie die Bewohner, das waren vielleicht 4 oder 5 Personen, besucht, mit ihnen geredet und vermutlich kleine Geschenke gegeben. Ich vermute, dass das eben Gold- oder Silbermünzen war, die sie ihnen da in die Hand gedrückt hat. Und dann begann sozusagen ein offizielles Besichtigungsprogramm.
Man fuhr mit der Kutsche hinaus, also auf der Reichsstraße 24 in Richtung Ostbahnhof, und dort besichtigte man als erstes die Firma Eckemann, Lange und Co., also eine Seidenweberei mit vor dem Ersten Weltkrieg 600 Mitarbeitern. Und die hatten auch am Eingang einen Triumphbogen aufgebaut, ein bisschen kleiner als der vor dem Rathaus, und in der Mitte ein großes Schild und aus Rosen oder irgendwelchen hellen Blumen ein großes L für Luise da hinein staffiert. Und dann wurde sie eben durchgeführt durch diese Räume, die Webräume und die Apertur, also Färberei und was alles dazugehörte. Und dann ging sie aber noch ein paar, ja keine 100 Meter weiter, zu der anderen Seidenweberei Neff. Das ist also eine Schweizer Fabrikantenfamilie, der diese Seidenweberei gehörte, auch mit vor dem Ersten Weltkrieg 600 Arbeitern. Und dort hat sie auch eine Betriebsbesichtigung absolviert und sich überall sehr freundlich und gewissenhaft mit Arbeitern und den leitenden Personen unterhalten und ihre Anerkennung und ihre Freude über das, was sie gesehen hat, ausgedrückt. Und dann ging es mit der Kutsche hinauf auf den Berg, also zum Schlössle. Dann, was das so zeitlich waren, sagen wir mal vielleicht so 14 Uhr oder was, da war dann die Ankunft vor dem Schlössle, also vor dieser Wand, die die Gesinde- und das Kutscherhaus von dem Schlösslebereich trennte. Und dort wurde sie empfangen von der Schlösslemadame und war dann für ungefähr 3 Stunden für Gast der Schlösslemadame. Und das war natürlich mit gesellschaftlich ein Höhepunkt oder der Höhepunkt in ihrem Leben, dass die Großherzogin Luise bei ihr im Haus länger verweilt, mit ihr Tee trinkt, hübsche Gespräche geführt und was auch immer. Sie hat natürlich ihr Anwesen auch gezeigt und sie herumgeführt durch die Alleen und zu ihrem Teehaus ein wenig außerhalb. Und sie hatte dafür gesorgt, dass nicht nur ihre Bediensteten schön gekleidet überall parat waren, um zu helfen und zu bedienen, sondern sie hatte auch Einwohner von Laufenburg gebeten, doch gut angezogen zu kommen. Die mussten dann im Park herumwandeln. Und aber auch Jugendliche und auch Kinder, denn sie war ja ungeheuer kinderlieb. Und die Stadtmusik stand auch so irgendwie in den Parkanlagen verteilt und spielte mal da und dort. Also sie sind gewiss herumgegangen und es war wie eine Art privates Festspiel da oben. Dann so gegen 18 Uhr schätzungsweise hat man sich dann verabschiedet und man fuhr mit der Kutsche hinunter zum Westbahnhof und da waren wieder die Honoratoren der Stadt versammelt und haben sich für den hochherzoglichen Besuch vielmals bedankt und verbeugt. Und dann hat sie den Sonderzug bestiegen und ist zurückgefahren nach Badenweiler. Ich habe den Schwiegervater nicht mehr kennt in dem Sinn, weil er ist 56 gestorben, ja. 1956. Und ich habe November 64 seinen Sohn geheiratet, der Hermann, der älteste. Ja. Und eigentlich ist sehr, sehr wenig geschwätzt worden darüber. Und auch mein Mann Hermann, ganz seltsam eigentlich, dass man da nie geschwätzt hat. Man hat zwar gewusst, was im Haus ist von ihr. Schwiegermutter hat sie Bilder und Vase und was vom Schlössli da war, alles immer sehr hoch in Ehre gehalten. Auch in ihrem Wohnzimmer. 40 Leute haben ja nur ein Wohnzimmer, 2 Generationen. Man braucht es nicht, man ist ja immer da unten daheim. Ist immer ein Bild gehängt oder
von der Madame Goldmann. Im privaten Wohnzimmer. Ihrer Schwiegermutter? Ja. Wo ist das jetzt? Und das hat das Bild? Ja. Ja, das ist schon da. Das habe ich schon alles hoch in Ehre gehalten, sortiert und. Ist alles nicht da? Ist alles da. Ist auch alles da. Wir haben ja einen großen Schrank oben in der Diele, den zeige ich Ihnen noch. Und da ist alle diese Sachen drin. Oh, toll. Und das war immer eine große schwarze Schachtel. Und das war einfach eine Schlüsselschachtel, wo Briefe, wo die Reise beschrieben war, wo er mit ihr unterwegs war. Aber wie es ist, ich habe da als junge Frau keine Zeit gehabt, um da die Sachen immer, man hat immer anders gemacht. Ja, hat mich auch, muss ich sagen, nicht so sehr interessiert, weil ich nicht am Anfang nicht gewusst habe, um was ist es denn da überhaupt gegangen. Das habe ich alles erst gelernt noch von der Schwiegermutter. Aber es ist immer sehr wenig geschwätzt worden. Hat sie denn Deutsch geschwätzt, die Madame Goldmann? Ich habe nämlich gehört, sie hätte mal Deutsch gelernt, Deutsch und Französisch. Ach, weiß ich jetzt nicht. Aber doch, sie hätte sicher Deutsch. Sie hätte ja Angestellte von Laufenburg. Auch die Schwester von Hermann Brutsche war bei ihr angestellt, die war Büglerin. Die Emma? Die Emma, ja. War eine kleine, feine Frau, zarte, und die war dort. Und die hat jetzt kein Englisch gehabt. Die hat also in dem Fall musste die Madame auch Deutsch haben. Und meine Schwiegermutter hat mir also erzählt, dass er Englisch gelernt hat in der Freizeit, in der Nacht, auf einer Parkbank. Und hat er ein, ja. Und ist dann halt bei ihr gewesen und hat sich, ich zeige Ihnen nachher noch die viele Briefe und Reisedokumente, Prospekte auf dem Schiff und so weiter. Hat er sie immer und überall begleitet. Die waren noch viel unterwegs denn? Sehr viel, sehr viel. Nach dem Tod, das war nach der Scheidung vom Herrn Freund, oder? Ja, müsste gewesen, ja. Also sie hat ja, das weiß ich nicht so genau, aber. Aber das sehen wir ja dann auch an den Kandidaten da. Also ja, das muss man halt noch aussuchen. Ja, das genau. Und dann eben auch bis zum Tod, und da habe ich auch ein Schreiben da, wo sie ihm geschrieben hat, wie er das muss machen. Das Testament? Wenn sie stirbt, das habe ich auch da. Schön. Wo sie ihm gesagt hat, wo sie hinfahren muss, wo er hinfahren muss und wenn er anrufen muss, Telefonnummer. Hallo Adelheid, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß aus einem Bericht oder einem Artikel, den ihr geschrieben habt, die Ines Zeller und du, für Tonspuren, dass du, die Anna Meder, die Gesellschafterin, die Vorleserin der Mary Kotmann, 1988 in Kirchzarten interviewt hast. So. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie war dein Eindruck vom Verhältnis dieser beiden Menschen, der jungen Anna und der Schlössli-Madame? Ja, dass die Anna dort eigentlich ihre persönliche Gesellschafterin war und musste mit der Madame verreisen, zum Beispiel überall hin, auch die war in Amerika und in der Schweiz oder in Freiburg, vor allem in Basel bei einer Wahrsagerin, das war immer ein wichtiger Trip. Und ja, dass sie einerseits hat sie sehr viel von ihr gelernt. Das habe ich im Interview mit ihr gemerkt. Ich habe sie im Altersheim besucht. Die war, weiß ich gar nicht mehr, wie alt die dann schon war. Jedenfalls hat sie gern erzählt über die Madame und war für sie eine besondere Zeit. Auf jeden Fall. Weil sie auch mit ihnen in Amerika war und armer. Als es darum ging, dass sie heiraten wollte irgendwann, hat die Madame gesagt, ah nee, das will sie gar nicht und die Männer sind doch alle gleich und so halt. Also sie war ganz dagegen, dass die Anna heiratet. Aber solange sie bei ihr noch war, war es so, dass ihre Aufgaben waren, wirklich mit der Madame spazieren zu gehen, wegzufahren und vor allem eben den Hund zu betreuen. Und der Hund, den musste sie jeden Tag baden. Und dann spricht sie davon, dass man ihm immer Augenwasser rein tun musste. Dann erzählt sie so nebenbei, dass der sogar Gummistiefel hatte. Und
wenn die Madame eben in Amerika war, dann hat sie den Hund in ihre Familie mitnehmen müssen. Und das war dann richtig kompliziert, weil der Hund eben sehr verwöhnt war. Und die Madame, wenn es irgendwie Kontakt gab, dann ging es immer nur um den Hund. Also sie hat sich wirklich immer nur vor allem um den Hund. War so eine Art Kindersatz, der Hund für die Mutter? Weiß ich nicht, ob das für sie jetzt nötig war. Keine Ahnung, was das für sie war. Hatte der Hund einen Namen? Ja. Vermutlich schon, aber... Was hat sie immer gesagt? Das war ein Pinscher. Pinscher. Sie hat immer, die Anna Mäder spricht immer, dass es so ein Pinscher war. Mhm. Aber ich kenne mich da sowieso nicht. Nee, vom Namen hat sie nicht gesprochen, obwohl sie sich an viele Namen noch erinnert hat. Zum Beispiel vom Kutscher. Ein Herr Dupuis. Und dann hat sie das ausgesprochen und sich gefreut, dass es eben ein Franzose war. Und später dann eben, ich glaube, das wisst ihr sicher, das hat die Anna Mäder halt erzählt, dass sie die Pferde dann im Roten Kreuz geschenkt hat während dem Ersten Weltkrieg. Und dann hat sie eben keine Kutsche mehr gehabt. Und dann hat sie aber später einen Chauffeur gehabt und ein Auto. Und das war sehr was Besonderes in Laufenburg. Ja. Du hast gerade erzählt, sie musste mit ihr in einem Zimmer schlafen. In einem Zimmer schlafen und wirklich, also sie betreuen, also alles machen, das Frühstück. Beim Frühstück dabei sein. Nein, sie musste nichts machen, gar nichts machen. Sie musste nur dabei sein. Und das war schon relativ früh, oder? Ja. Irgendwie habe ich mal gelesen. Die war eine Frühaufsteherin, natürlich. Und sie spricht auch, dass sie eine große, stattliche Frau war. Dann habe ich sie noch gefragt, ob sie wusste, dass der Maler Böcklin sie doch mal gemalt hat. Und das wusste sie aber nicht. Das Bild mochte ja auch Madame ja gar nicht. Aha. Kennt ihr doch bestimmt das Bild, oder? Die Geschichte kennen wir auch. Die habt ihr ja auch aufgeschrieben, das, wo das, glaube ich, in Karlsruhe hängt, glaube ich. In Mannheim. Oder in Mannheim, genau. Ja. Und dass sie sich Ich habe das extra ein Kleid. Ja, genau. Ja, ja. Extra ein Kleid hat schneidern lassen. Genau. Und dass das dem Herrn Böcklin gar nicht gefiel. Nee, und er hat sie auch auf eine Art gemalt, wie sie sich selber nicht sah. Also das Bild mochte sie nie. Was glaubst du denn, mochte die Anna Mäder die Mary Codman? Ja, einerseits ja. Andererseits war sie nachher richtig in der Zwickmühle, als sie verheiratet war. Weil, also, die hat ja dann eben diesen Mäder kennengelernt und ihn auch wirklich geheiratet, obwohl die Wahrsagerin ihr, ja, der in Basel, ihr gesagt hat, es sei schlecht und sie soll das nicht machen und da, da, da. Und eben da war sie so selbstständig. Übrigens glaube ich, dass sie da von Anna, die Anna Mäder von der Madame gelernt hat, in puncto selbstständig und selbstsicher sein. Also sie hat gesagt, nein, ich heirate. Aber dann hat sie ein Kind bekommen und hat oben beim Hahn, scheint es oben drin gewohnt. Ja. Und dann musste ihr Kind zu ihren Eltern bringen und nach wie vor zur Madame gehen. Ich selber war lange Nachbar vom Schlössli. Und zwar im alten Pfarrhaus unten da. Und zu dieser Zeit war es ein Schlössli, aber es war kein Restaurant, sondern es war eigentlich ein Herberg noch. Und so. Und da bin ich drin und habe eigentlich gefunden, dass ich sehr heruntergekommen. Und darum hat es mich dann gefreut, als nachher die Stadt das gekauft hat und die Stadt das zwei gemacht hat. Das war für mich eine Freude, und weil ich Nachbar war, hinter der Stadtmauer. Und eigentlich über die Stadtmauer hineinkommen und direkt in die Anlage hinein, habe ich die Anlage eigentlich recht gut gekannt. Wenn ich Sie jetzt nach der Mary Codman fragen würde, was würde Ihnen als erstes einfallen? Also, mir fällt natürlich, dass der Kriegerfels eigentlich, dass das ein Denkmal war, das sie gesponsert hat. Das ist für uns auf der Schweizer Seite natürlich klar gewesen. Und lustig auch, dass eigentlich das der Krieg überdauert hat, weil ja der Adler eigentlich kein deutscher Adler ist, sondern ein französischer oder irgendein Adler ist, aber es ist kein deutscher Adler. Das war eigentlich die Begründung gewesen, wieso der Adler hätte oben bleiben und die Franzosen den nicht runtergeholt haben.
Und was denkt man so als Schweizer, wenn man den Adler sieht? Sie haben ja jetzt nicht so einen Ersten Weltkrieg gehabt, wie es jetzt in Deutschland war. Ist es ein komisches Gefühl? So? Nein, überhaupt nicht. Für uns ist das eigentlich ein Vogel. Und der ist eigentlich ein schöner Vogel. Und ist nicht ein abschreckender Adler. Also, ich habe noch nie jemanden gehört auf unserer Seite, der irgendetwas gegen den Adler hatte. Also, ich habe als kleiner Bub zum Fenster rausgeschaut. Wo? Weil in der Laufengasse, das ist nur etwa 100 Meter unter der alten Rheinbrücke, der Altstadt. Und dort habe ich gehört, dass Rössle auf durch die Gasse kommen, von der Brücke her. Und habe natürlich zum Fenster rausgeschaut. Im Sommer hatten wir alle Fenster offen und dachte, wer kommt jetzt da? Die Rössle haben die mit dem Huf auf den Pflastersteinen. Hat natürlich geklungen, das war ein ganz außerordentliches Kind. Und dann kommt ein Fuhrwerk, das heisst zwei Rosse, Schimmel sind das gewesen. Und meine Mutter ist dann hinter mir gekommen. Ich bin aufs Schemmeli gestanden, damit ich zum Fenster raus kann schauen kann. Und geschaut, wie die kommen. Und vor uns am Haus haben sie abgestellt. Und hinten war eine Kutsche, schwarze Kutsche, Leder. Und dann ist nur der vorne, der Kutscher, oben runtergestiegen. Der war schwarz angezogen, hatte einen Zylinder und weisse Händchen. So ist der angegangen. Das war etwas Außerordentliches. Das war eine ganz andere Welt für mich. Und dann kam die Mutter und gesagt, das ist Madame Gottmann. Da habe ich nicht gewusst, was das ist. Das ist in dem Schlüssel eine, da. Die wohnt da oben, im Deutschen eine. Na gut, dann habe ich geschaut, was das alles passiert. Dann ist der Kutscher oben runtergekommen und hat einen Konsum, wo gerade gegenüber war, Konsumladen, ist der dort rein, hat einen Korb gehabt. Und die Madame, ich war in einer Kutsche, offene Kutsche, das Dach hinten runtergelegt. Das hat mich natürlich interessiert. Und am anderen Tag ist das ganze Spiel wieder losgegangen. Ich habe sie wieder gehört, ich war wieder rauf und den Kopf rausgelegt. Und zwei, drei, vier Mal, dann hat die auch gemerkt, dass immer ein Bub oben raus schaut, am gleichen Fenster. Und dann hat sie mich mal gesehen, hat so gemacht, gewunken. Und dann habe ich auch die Hand aufgestreckt, auch so gemacht. Und dann ist, wie sind sie weitergefahren. Das war eine Einkaufsstrasse für die. Die Einkaufsstrasse vom Ruhr, vom Druck angefangen, durch die Laufengasse ab. Da war zuerst der Gemüseladen, da war Apotheke, da war ein Milchmarkt, der die Milch verteilt hat. Und nachher nebendran war eine Polizeiposte. Und auf der anderen Seite war ein Tapezierer, Sattler. Tapezier und nebenan einer, der Öfen gemacht hat, der Ofenmacher. Und nochmal ein Haus nebenan ist dann der Konsum gekommen. Zwischen ihr, muss ich aber, habe ich vergessen, zwischen ihr war noch der Tiermann gewesen. Der war Sakristan gewesen, Sigrist gewesen. Und hat da in einem Laden, kleinen Laden, nur ein schmales Haus, hat in dem Laden eine Kommunion-Bilder
verkauft, also gekramt und verkauft. Und hat Gebetbücher verkauft und Herrenhüte. Das war etwas Außerordentliches. Und nachher wieder eine weitere eben der Konsum kam und gegenüber unser Haus. Und dann ist es noch weiter runtergegangen. Da war der Fischer, der Jean Probst. Und nochmal eins weiter runter war Fräulein Judy. Die hat ganz moderne Hüte gehabt. Immer die neueste Mode von Paris. Und hat da ein Schaufenster gehabt mit Damen, die angezogen sind. Und dort eine gestanden. Und so ein ganzes Raum, ein Zimmer voll. Und ganz hinten raus ist dann zum Rhein gegangen. Und dort hat man an den Füßen vorbei den Rhein gesehen. Füße. Was denken Sie? War das eine nette Frau oder war die eher so hochnäsig oder was hat sie für mich? Gar nicht grossnäsig. Aber man hat gesagt, sie sei eine Amerikanerin. Und das war so eine andere Welt. Und die Frau, die war auch anders. So, wie sie so herrschaftlich und frei einfach in dem Wagen sitzt und die Welt anschaut. Das waren schon andere Leute. Und erinnern Sie sich noch, was für Augenfarbe sie hatte? Jetzt war sie schon weißhaarig, aber sie war ja schon eine ältere Frau gewesen, ja, zu dieser Zeit. Sie hatte natürlich einen riesen Pelz um den Kopf, wo es Sommer war. Und einen Hut, einen breiten Rand drum und dann etwas wie einen Zylinder auf und oben wie einen Blumengarten. Ausgesteckt obendrauf. Das war die Madame.